Wir erzählen euch heute etwas über die Mitose. Was geschieht bei der Mitose? Die Mitose ist ein Zellteilvorgang, bei dem zwei identische Tochterzellen gebildet werden. Der Zellzyklus. Der Zellzyklus beginnt mit Interphase, Prophase, Prometaphase, Metaphase, Anaphase und Telophase. Hier seht ihr eine Membran, eine Kernhülle und die Chromosomen. Die Chromosomen verdichten und verkürzen sich nun. Nun kommen wir zur Prophase. Der Zellkern löst sich auf und die zwei Chromatidchromosomen kommen zum Vorschein. Nun kommen wir zur Prometaphase, bei der sich aus Mikrotubuli bestehende Spindelarme bilden. Kommen wir zur Metaphase. Die Chromosomen ordnen sich in Äquatorialebene an, Spindelfasern docken an die Zentromere an. Der Zentromer verbindet die Chromatiden. Kommen wir zur Anaphase. Die Fasern verkürzen sich und sorgen für Zugwirkung. Chromosomen werden getrennt und zu den jeweiligen Polen gezogen. Nun ist an jedem Pol ein identischer Chromosomenstrang. Kommen wir zur Telophase. An beiden Polen bildet sich eine Kernhülle. Sie werden in die ursprüngliche Form gebracht. Parallele Zytokinese. Dann ist die Zytokinese abgeschlossen.